Am Donnerstagnachmittag versammelten sich ein paar Tierschützer vor dem Rathaus in Lohne. Anlass war eine Tagung vom Bauausschuss, der Informationen über den Wiederaufbau von Wiesenhof gab. Themen waren dabei unter anderem Brandschutz und Emissionen. Bei der öffentlichen Sitzung im Ratssaal konnten sich auch Bürger informieren und zu den Plänen äußern. Durch einen Großbrand am Ostermontag 2016 war an dem Schlachthof ein Schaden in Millionenhöhe entstanden.